miteinander. Mein Name ist Soraya Trigo. Ich bin Schauspielerin. Ich bin Schweizerin mit italienisch-portugiesischen Wurzeln. Ich wollte Schauspielerin werden, weil ich schon immer von Filmen extrem magisch begeistert war. Also da ist eigentlich auch der Schwerpunkt schon ein bisschen vom Film gekommen. Und also es gibt da eigentlich, es ist schon fast kitschig, wenn ich das sage, aber es hat mal einen Abend gegeben, wo ich, meine Mutter und mein Bruder vom Fernsehen gehockt sind und Indiana Jones geschaut haben. Dann habe ich meiner Mutter, also ich war so fasziniert von Indiana Jones an sich, dass ich dann meiner Mutter gesagt habe, Mami, wenn ich gross bin, will ich genau das werden. Und dann hat sie mir gesagt, ja, Schatz, dann musst du Schauspielerin oder Archäologin werden. Ich bin dann meine ganze Jugend davon überzeugt, ich werde Schauspielerin oder Archäologin. Mich inspirieren Menschen, die ihren Zielen nachgehen, sich für das lautstark machen und dafür einsetzen und kämpfen. Menschen, die sich für ihre Ziele und Träume kämpfen. Deswegen habe ich auch so Respekt vor meiner Mutter, weil sie so hoffnungsvoll ist und immer kämpft. Und auch gut im Schauspiel verstehe ich, dass man dieses Repertoire Emotionen hat, dass man sehr gut beobachten kann und natürlich, dass man sich gut in andere Menschen und vor allem andere Umfelder versetzen kann, oder? Also es ist eine Sache von dem, was hat man selber erlebt. Das kann man immer gut verwenden. Da gibt es verschiedene Techniken, die man eben lernen kann. Aber schlussendlich ist es wichtig, was man in sich drin hat. Was repräsentiert man, oder? Was für ein Repertoire an Gefühlen hat man? Und natürlich, das ist wichtig, dass man das einsetzen kann. Aber es gibt Sachen, die man spielt, die man natürlich nicht vielleicht aus dem eigenen Empfinden kennt. Da muss man dann stark sein, beobachten, sich Sachen aneignen. Halt auch ein breites Denken, das ist extrem wichtig als Schauspieler. Eine besonders wichtige Rolle für mich war ganz klar meine erste Rolle. Meine erste Rolle mit Gage. Es war ein wunderschöner kleiner Part und es war halt eine recht intensive Rolle gewesen. So etwas, was ich jetzt im normalen Leben halt einfach nicht kenne, oder? Und zwar habe ich dort im Film Traumland Prostituierte gespielt. Und das ist halt recht intensiv gewesen, weil man sich halt mit dem auch wirklich auseinandersetzen soll. Und ich da mit wirklich Prostituierten geredet habe. Was zum Teil halt einfach wirklich, also auch beim Drehen selber, man ist mit wirklich Frauen konfrontiert worden, weil sie halt denkt, irgendwie, man ist jetzt jemand, der am Anschaffen ist, oder? Ja, das habe ich recht interessant gefunden. Schlussendlich liebe ich all meine Rollen, weil ich kann mit jeder Rolle etwas Neues entdecken. Und jede Rolle ist halt einfach, ist aufregend, es ist spannend, das zu erarbeiten und sich Sachen anzuzeigen. Jetzt gerade zum Beispiel bin ich in der Entwicklung von einer Rolle, von der Sandy. Das ist das erste Mal eine komediale Rolle eigentlich, also irgendwo durch zum Lachen bringen. Und das macht auch wahnsinnig viel Spass, weil es halt einfach so viele gute Eigenschaften hat. Eine Traumrolle für mich wäre definitiv mal eine Rolle, die ein bisschen crazy ist. Also eine, die kurz vor dem Wahnsinn ist und auch während der Entwicklung der Rolle dann auch ein bisschen an einen Grenzpunkt ankommt. Das ist definitiv eine Traumrolle. Ich setze mich gerne mit Rollen auseinander, die leiden tun, die eben leicht crazy sind, die Entwicklung durchmachen im Verlauf von ihrem Dasein. Das finde ich immer sehr, sehr, sehr interessant. Ja, das definitiv.
Aber natürlich, natürlich finde ich jetzt auch, eben, jetzt bin ich aber gerade jetzt setze ich mich gerade mit so etwas wirklich Gutem und Herzlichem auseinander, was halt einfach auch wunderschön ist, weil die Rolle, wo ich jetzt gerade am Arbeiten bin, die, ich habe das Gefühl, die gibt mir ganz viel. Also sie gibt mir ganz viel Kraft halt irgendwo durch auch wieder, weil sie so ein positiver Mensch ist. Das färbt richtig ab, ja. Ich würde gerne mal Lara Croft spielen. Ich finde es einfach extrem cool, dass Angelina Jolie es eigentlich geschafft hat, ein Actionstar zu werden. Weil sie ist eigentlich wirklich, sie ist eine sexy Powerfrau, die eine Actionheldin ist. Und das kennt man eigentlich mehr so ein bisschen von Männern. Und sie, mit dieser Rolle als Lara Croft hat sie halt einfach auch können so ein bisschen beweisen, dass man gleich weiblich sein, gut ausgesehen kann, aber extrem tough sein. Das finde ich sehr cool. Ich wäre auch gerne mal so ein bisschen als Lara Croft. Auf eine Rolle tue ich mich intensiv vorbereiten, indem ich mich natürlich auseinandersetze, was für einen sozialen Status das der Charakter ist. Das finde ich immer sehr wichtig, weil dann weiß man auch, wo das man anfangen soll. Ich meine, wenn man jetzt eine Prostituierte spielt, dann ist vielleicht der Silke dort mal der beste Punkt gewesen, um die Frauen zu beobachten. Wie geben sie sich? Wie sehen sie aus? Das mitgenommen, oder? Dass man ein bisschen einen Eindruck von dem kann haben. Mir gefallen eine ganze Reihe von Schauspielern. Und zwar aus dem Grund, weil ich einfach finde, es gibt viele grandiose Schauspieler. Und das könnte man eigentlich auch nach Epochen anschauen, oder? Ich meine, die Filmgeschichte ist extrem lang, die Theatergeschichte noch länger, oder? Klar, wenn ich jetzt zum Beispiel von den 60er sage, dann ist Audrey Hepburn für mich ganz weit oben, wie sie so einen kindlichen Charme mit sich mitgebracht hat und irgendwie so etwas Naives halt einfach wieder gespiegelt hat, was ich eigentlich relativ cool gefunden habe. Oder Sophia Loren eigentlich wegen ihrem Sexappeal, so, ich meine, schon Bombe gewesen. Oder zum Beispiel heutzutage finde ich Charlize Theron sehr inspirierend, weil sie für mich halt auch wieder das widerspiegelt von einer gut aussehenden, taffe Frau, oder? Also sie kann in einer Rolle dominieren, wo sie vielleicht schrecklich aussieht. Das heisst nicht nur, weil sie sonst eigentlich top aussieht, kann sie es nicht überzeugend spielen, eine hässliche Rolle spielen. Das finde ich bei ihr sehr bewundernswert, weil sie hat den Mut, hässliche Rollen zu spielen und das sehr überzeugend. Und zum Beispiel der Benicio del Toro. Also ich finde ihn genial für seine biografischen Filme. Also ich meine, wie er zum Beispiel Che gespielt hat oder jetzt der Pablo Escobar. Also das ist für mich super in den biografischen Filmen. Aktuell habe ich eigentlich gerade einige Projekte am Laufen, wo sich jetzt auch ein bisschen parallel überkreuzt haben. Also ich habe jetzt zum Beispiel die Hauptrolle im Cookie the Herbalist im neuen Videoclip, wo jetzt Ende Oktober und Anfang November, das könnte man so alles dann auch auf Facebook verfolgen natürlich, kommt dann der Clip raus. Also das ist jetzt auch noch, eigentlich noch ein längeres Projekt für einen Videoclip, eigentlich gleich noch ein längeres, aufwendigeres Projekt gestartet, wie wir noch Fotos dazu gemacht haben, mit Promo-Aktionen, Interviews. Und natürlich bin ich halt aktuell gerade auch noch in der Pre-Production, sind wir jetzt drauf, für Zürich 8001. Das ist Zürichs first Sitcom und die erste Schweizer internationale Sitcom. Also ist eigentlich auch schon, ist wirklich ein riesen Ding, wo mir auch, also der ganze Cast und die ganze Crew freut sich wahnsinnig drauf. Wir sind alle jetzt total begeistert von dem Projekt. Da bin ich jetzt sehr intensiv dran, gerade mit Proben, Charakterarbeitung. Da habe ich jetzt eben gerade das, was ich erzählt habe mit dem Gucci-Star. Das sind so Recherchearbeiten, wo ich unter anderem am Unternehmen bin und natürlich noch vieles mehr.